nimmst nicht auf. Ich nehme doch da auf. Aber jetzt, ja. Hallo, wir sind wieder da. Hallo. Folge, was haben wir? 27. 27, da. Ach, Mann, schon wieder auf dem Finger. Lach nicht immer. So, wir spielen weiter. Wir haben letztes Mal ja die Quest abgegeben von den Minutemen. Dadurch haben die uns, haben die sich nicht uns, sondern den Minutemen angeschlossen. Ja. Die beiden da. Und wir dürfen jetzt reparieren und für die arbeiten. Und das machen wir. Wir müssen ableveln, wir müssen den Anzug reparieren. Ja. Und dann holen wir uns die nächste Aufgabe. Und wir helfen denen. Die haben keinen Schutz. Das machen wir dann für die. Ah ja, wir wollten denen ja noch zumindest so ein bisschen Schutz dahinstellen. So zwei Schutztürme oder sowas wäre vielleicht ganz nett. Ja, man kann auch einen ganzen Zaun rumrum machen, aber ich denke mal, ein paar Geschütze sind besser. Ja. So auf die Schnelle, was wir da bauen können. Ja. Dann machen wir das so, ne? Ja. Ein Zaun ist zu viel für ein großes Gebiet mit zwei Leutchen, das lohnt nicht. Ja, eben. So, ich drück. Was muss man noch drücken? Alt, ne? Genau. Genau. Strukturen. Jetzt kannst du erstmal aufräumen gehen. Wir wollten Schutz bauen. Oder so. Schutz, dann kann, guck mal, Wachposten kann man bauen. Huch. Oder Geschütztürme? Warte, was sind da Wachposten? Das sind einfach solche komischen Gestelle, ne? Sowas kann man ja auch bauen. Ich frag mich, ob es das mit den Minutemen war. Soll man das da mal hinsetzen? Was heißt denn gelb? Benötigt Männchen? Ja, das haben wir ja. Produziert zwei. Ich baue das mal hier hin. Hier unten vielleicht so, da. Da ist doch schön. Oh, das ist aber falsch rum, ne? Weiß nicht. Oder? Ja, ja, das ist ein bisschen blöd. Wie kann ich das denn noch drehen? Indem du dich drehst. Nee, das muss auch anders gehen. Außerdem hat das nichts gebracht. Ach, mit rechts oder links kann man ja drehen. Warum? Oben steht immer noch Schutz 0. Ja, ich muss es ja erstmal hinsetzen. Eben als es da stand, war es auch Schutz 0. Ist ja geil, haben wir trotzdem was Schönes hier hingehen. Guck mal, kann man sich dahinter stellen und dann kann man gucken. Da kannst du jetzt noch so ein. Ich will diese Geschützturm. Genau, ganz genau. Die ich gerne. Was haben wir denn hier? So einen ganz einfachen, ne? Ja. Oder Waffenfreak hier, den. Den können wir gar nicht. Schaltkreise, Zahnrad, Öl. Wir hätten noch mal einfachere hier, ne? Die brauchen alle Strom. Ja, das haben die nicht. Schaltkreise, Zahnrad, Öl. Das fehlt noch. Dann mach doch erstmal da auf rum. Da muss was zerlegen. Was ist das denn hier? Fallen? Fallen vielleicht bauen? Nein. Die brauchen alle Strom, ne? Ja. Wachposten. Nee, das bringt nichts. Produziert zwei Schutz. Ja, wenn einer drin steht, benötigt einen. Nein, Mädchen. Das glaube ich nicht. Ich kann da ja keinen reinstellen. Ich setze noch einen hier oben hin. Also hier oben, ja. Ganz oben. Hier so, ne? Ja, so. Ja, so ist schön. Siehst du? Guck mal, wenn ich mich hier reinstelle. Stehst du da drin? Mehr nicht. Ja, aber dann produziert zwei Schutz, steht da. Naja, jetzt räum doch erstmal auf. Was soll ich denn aufräumen? Du guckst so, was ist und. Ja, das kann ich wieder alles das verwerten, nicht, ne? Das nicht verwerten. Das ist doch nur ein Grill, der geht doch eh nicht. Geht der nicht? Nee, der geht nicht. Mach ihn weg. Gibt's Hilfe? So, das ist weg. Und hier, nee, das will ich nicht verbieten, die Kochstation. Ja, aber hier diese Betonziegel. So, Betonziegel. Ganze Hütte. Oh, ich könnte Cotsworth. Da muss ich echt aufpassen. Ja. Ne? Hier Holz. Genau. An dem das Ding, nee, das haben wir ja gerade hingesetzt. Hier, das können weg. An dem Grill. Was? Da ja. War auch noch zwei Beton. Ach so, ja. Weg. Weg. Was soll ich denn mit Beton? Ich will kein Beton. So egal, vielleicht irgendwann brauchst du es. Soll ich den Pflanzen mal wegholen? Nee, das ist gemein. Oder das hier? Nein, das, nee, das kann man nicht. Aber hier haben wir noch einiges. Da. Guck mal hier, was ist das denn? Dreirad, das braucht doch keiner. Es gibt Zahnräder. Stahl und Gummi. Kühlschrank. Vielleicht kriegen wir da Electronics raus. Hier, so eine Badewanne ist hübsch. Ja. Können auch das ganze Gebäude reißen. Nee.
Aber wir könnten daraus eine Unterkunft bauen, wenn wir das hier wollen. Ich will hier ja gar nicht wohnen. Nee. Das kann man nicht, das haben wir hingesetzt. Muss ich den Leuten das vielleicht sagen hier? Ich glaube, du musst mit denen reden. Erst befehligen. Mal. Nein, erstmal rede mit denen. Du musst da rausgehen, glaube ich. Nee, los. Und dann sage ich, wo der hinlaufen soll. Zuweisen. Jetzt habe ich den zugewiesen. Jetzt haben wir Schutz 4. Cool, ne? Ja. Escape. Ist doch gut. Ja. Jetzt stellt er sich da rein und hält Wache. Zu wissen, dass diese Raider erledigt sind, wird echt helfen, nachts wieder ruhig zu schlafen. Ja, jetzt, ne? Geh da auf deinen Platz. Wer, ich? Nein, der Typ. Ach so. Du sitzt doch auf deinem Platz. Die kann das... Ein einfaches Leben ist das nicht. Nee. Können wir ein paar Sachen tauschen? Okay. Oh, gib mir mal die Patronen. Genau. Und das Fleisch, da kannst du dir ja radioaktives Fleisch geben. Die Kronkorken will ich auch haben. Und sie kriegt von mir... Billardköder, kannst du was spielen. Genau. Und Blähfliegenfleisch. So. Ich bin ja nicht so. Tab verlassen. Bitteschön. So, jetzt wollte ich eigentlich zurück. Jetzt haben wir das hier ja gesichert. Oder auch nicht. Könnte natürlich noch was kochen, aber ich wollte eigentlich jetzt... Dich reparieren. Ja, zum... Wie heißt das? Zu dem Gestell, wo du reparieren kannst. Hier, Preston. Ich soll nämlich dann mit Preston reden. Sanctuary? Nee, hier Red Rock Städte, ne? So, da müssen wir mal schnell hin und den Anzug reparieren. Ja. Waffenmods, die das Gewicht erhöhen, erhöhen auch die zum Zielen benötigte Zeit. Das ist schlecht. Finde ich. Der rödelt hier auf der Platte rum. Das heißt, der Ladebildschirm dauert noch. Vielleicht sollte ich nicht auf der Platte aufnehmen, wo das Spiel läuft. Macht nicht so viel Sinn, ne? Da denke ich jetzt gerade dran. So, ja. Wir stellen hier mal den Anzug ab. Du brauchst mal eine Checkliste. Ja. So, dann gehen wir hier hin. Dann müssen wir E sagen. Sie haben geschickte Hände, man. Ja, ich weiß. Jetzt gucken wir, was da alles kaputt ist. Da war ja einiges kaputt. Das ist zum Beispiel kaputt. T. Reparieren. Reparieren. Dann ist das kaputt. Genau. Das ist kaputt. Und ein Bein war noch kaputt. Das ist kaputt. Aber das andere ist doch... Wo ist das andere denn alles? Das ist repariert. Sollen wir verschweißte Platten? Wir haben... Ich weiß nicht, ob wir das können. Ach, das haben wir schon. Aluminium dazu. Ja, aber das haben wir doch alles. Nee, ich verstehe das nicht. Nee, da fehlt noch. Das habe ich jetzt irgendwie weggeklickt. Nee, tapp zurück. Wie kann ich das denn ausrüsten mit R? So. Aber wo sind denn die anderen Sachen? Da fehlt das noch mehr. Bein ist noch nicht da. Da fehlt noch ein Bein. Du hast kein rechtes Bein. Ich habe rechten Arm und linkes Bein. Das ist doof. Das ist nicht schön. Transfer. Linkes Bein, rechter Arm, Torso, Helm. Ich hab ja gesagt, nimm mit. Was? Mach mal bei Kotzi. Du musst Kotzi eh leer machen. Ist das denn dann ganz kaputt? Also ganz weg? Ich glaube ja. Handeln. Hier, mein Haar und Gut. Hä? Wo willst du hin? Nimm mal alles. Ich nehme mal alles. So. Möchtest du alles nehmen, ja. Ja. So, und... Jetzt krieg mal an der Werkstatt kannte ich doch alles irgendwie. Nee, geh doch jetzt erstmal zu der Powerrüstung hin. Ja, und dann? Kannst du da mal wieder ausrüsten, wenn das wirklich weg ist, wenn es kaputt ist. Ja, ich habe doch gar nichts davon reingelegt bei ihm. Ich verstehe das nicht. Du hast aber jetzt noch jede Menge Rüstung mit. Ja, wo ist das? Wieso habe ich das jetzt alles? Das hat er doch gar nicht gehabt. Das hat Kotzi gehabt. Nee, das habe ich ihm nicht gegeben. Na, wer weiß. Schon ein paar Folgen her. So. Reparieren. Aber das ist, weil ich kein Material hatte, glaube ich. Deswegen konnte ich es gar nicht reparieren. Oder so. Das ist doch jetzt klasse. Jetzt das Ding wieder heil. Welchen Scheiß? Na, dich.
So, und das kann ich jetzt doch irgendwie alles verwerten, oder ja, nicht? Jetzt darfst du. Bei Transfer. Ich werde das nie verstehen. Ganzen Schrottlager. Verwerten. Da kann ich nur die Pistolen, den ganzen Kram verwerten. Was ich alles mitschleppe. Das ist ja. Ich glaube, das macht er. Die alle. Das macht er. Ja, das will ich auch nicht wissen. Die ist ja stark. Die stark, ne? Ja. Ich bin ja schon stark, aber so viel könnte ich nicht tragen. Du und stark, ja. Ja, ich habe 4 Beine, du nur 2. Gesamten Schrott lagern. So. Das kann ich. Das verwertet er, meine ich, alles automatisch. Ja. Was habe ich denn noch dabei? Guck, was da noch alles drin ist. Da kannst du ihn auch noch reintun. Ich tue erstmal was anderes rein. Ich habe 5 Automatikpistolen. Da brauche ich doch nicht so viel von, nee, oder? Nee, bestimmt nicht. Hier geht zwar. Nee, oh Gott. Und davon brauchst du auch keine 6. Nee. Dann habe ich da nämlich ordentlich Kram. Schwer, Komfortgriff. 4 Schrotflinten. So. Da weiß ich nicht, wie viel ich habe. Taktisch kalibriert 10 mm Pistole. Hm. Ja, kannst gut. Du die echt alle? Also ich verliere ja echt Überblick hier, ne? Ja. Denn ich habe hier zum Beispiel ganz viele tolle Pistolen. Mit Läufervisier und schwer Pistolen und. Mal mitschmeißen, oder nicht? Ja, eben. Impro-Pistolen. Ganz viele Impro-Pistolen habe ich. Genau. Aber die habe ich doch schon verwertet. Komm, die wollte auch nicht. Petiergewehr, Repetierpistole, Scharfschützengewehr ist wichtig. Das muss ich sowieso mal modifizieren. Das ne? Könntest du mal tun. Es ist doch besser, ein ganz tolles Zielfernrohr Gewehr zu haben wir doch. Als einen Haufen Blöde. Was können wir denn hier? Kurzer Lauf, kurzer leichter Lauf, verlängerter Lauf. Verlängerter Lauf, kannst du besser schießen? Ja, hat er ja. Ach so. Das hat er ja. Standardkolben. Kann man Komfortgriff machen. Das ist gut. Komfortgriff ist gut, ne? Komfortgriff ist gut. So, jetzt haben wir einen Komfortgriff dran. So. Dann haben wir. Zielfernrohr ist auch schön. Ja, haben wir ja. Leuchtvisier, Standardvisier oder Leuchtvisier? Ne, wir haben ja ein Zielfernrohr. Ach so, ja, das ist besser. Das ist besser, weil Leuchtvisier, die haben nicht so eine Reichweite zu gucken. Nee, das ist ja für fern. Keine Mündungsbremse. Schrauben. Eigentlich benutzt er alles, was auch in der Werkstatt ist. In dem roten Ding. Ja, hab ich doch, hab ich doch, hab ich doch. Warum bist du noch so schwer? Bin ich immer noch so schwer? Inventar 250 von 280. Das ist schwer. Ich habe 13 Mollys mit, die kann ich überhaupt mal wieder ausrüsten. Oh, die Nomen. Oh, geht in Deckung, Leute, gleich macht's wieder Boom. Ich, nee. Auf welche Taste hast du es liegen? Nimm eine, die weit weg ist. Auf mittleren Mausknopf. Oh je, oh je. Mahagoni Baseballschläger, den will ich mal auf der 2 haben. Ist das da, wo dein Mittelfinger liegt, der immer so zuckt? So. Oft, ne, oder dann lege ich den auf die. Ich lege das auf die 1. Nahkampfwaffen auf die 1. Genau. Pistole, irgendwie eine schicke Pistole hier, taktisch kalibriert, die kommt auf die 2. Genau. Auf der 4 habe ich das Dings. Auf der 6, da kommt das Schrotgewehr hin. So. Ich glaube, das reicht. So, die anderen legst du mal bitte ins Schränkchen. Und in welches Schränkchen? Das Schränkchen? Irgendein Schränkchen. Transfer. Echt? Soll ich das tun? Ja. Warum? Weil du die nicht ja, brauchst. Wenn ich keine Munition mehr habe, dann muss ich doch mal wechseln können. Na gut, hast ja recht. Kronkorken, Maschinenpistole, kann man nur mal aufheben. Rohrzange, Schlagring brauche ich nicht. Splitterminen. Die nimm mal. Nee, jetzt Splittergranaten. Springmesser. Brauchst du nicht, das hupft mir sowieso immer weg. Hey, jetzt habe ich es verstanden. Dies, ja, war gut, ne? Springmesser. Das Ding weg. Will ich nicht haben. Oh. Impro-Gewehr. Das will ich alles nicht. Lasermuskete, die behalte ich mal.
Das will ich mal gucken, ob ich das mal pimpen kann, die Ledermusket. Ja. Eigentlich ist sie gar nicht so schlecht. Ich habe nur noch eine Zelle. Das soll weg. Mit Bajonett, das will ich auch nicht haben. Guck mal, Pistole. Wie die Munition. Du hast Warte ja mal eben. Die Munition. Ich muss mich konzentrieren. Ja, nee. Welche Munition? Die passt ja auf verschiedene Pistolen. Das heißt, du musst nee, nicht 10 Pistolen mit einer Munition mitnehmen, damit die Munition nicht ausgeht. Das ist nicht schlau. Hä? Hey? Ich hab doch, du hast, zeig ich dir gleich mal hier. Du hast Waffen. Nicht für jede Pistole eine extra Munition. So. Hast du nicht. Da habe ich doch. Nee. Habe ich doch. Nein. Ich mach das mal auf die 7. Nein. Soll werden? Ja. Ich habe, guck mal, was ich hier an Munition habe. Wo sind die Munition? Guck mal, ich habe 60 Stahl mit. Das kann ich doch mal wegwerfen. Nee. So, ich will doch mal was schaffen in die hier. Werkstatt packen. Transfer, ne? Ja. Gesamten Schrott lagern. Guck mal, du hast Patronen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sorten. Ja, aber guck mal, das sind... 6 Sorten. Ja, das ist alles für die verschiedenen Waffen. Ja, wenn du jetzt von... jeder Sorte Patrone eine Waffe hast. Ja, habe ich ja inzwischen. Nein, du hast bestimmt 60 Waffen. Nein, habe ich doch alle weggelegt hier. Guck mal, was ich nur noch im Inventar habe an Waffen. Inventar, Hilfsmittel, Kleidung, Waffen. 1, 2, 3. Die sind alle, guck mal, die alle mit dem Herz dahinter. Und dann habe ich die noch hier, weil ich noch nicht weiß, ob die besser ist als die oder so. Ja, okay. Muss ich da mal gucken. Oh, aber ich habe nicht mehr viel. Dann hast du das lieb gemacht. Habe ich gut gemacht, ne? Oh. Musst du durch. Nein, ich wollte das doch. Den wollte ich noch mal auf die 8 legen. So, und was wolltest du jetzt? Du wolltest den Speichern. Stahl wegbringen. Jetzt habe ich es wieder. Den was? Den Stahl wegbringen. Habe ich den noch im Inventar? Ja, glaub schon. Hast du eben gesagt. Ja, ich habe das doch alles eingelagert. Ich habe nichts mehr. Hier, Schrott. Habe ich nicht mehr. Habe ich gerade eingelagert. Ach so? Das hier wiegt alles nichts. Das sind hier dieses diverses... Das sind so Questgegenstände und so ein Krempel. Hilfsmittel, das ist ja alles Nahrung und so. Das aber guck mal, du hast fast 100 Kilo abgenommen. Ja, eben. Nur die vielen doofen Waffen, die du nicht brauchst. Jetzt kannst du dir neue sammeln. Jetzt ist die Frage, was ich überhaupt an Kleidung dabei habe. Da brauche ich auch nicht alles. Das stimmt. Ich will auch mal wieder normal rumlaufen, nicht immer. Normal. Normal. Also Postbotenmütze. Mit dem Bärtchen. Oder mit der Sonnenbrille. Ushanka wollten wir mal aufsetzen. Ushanka, ne? Ja. Ich will wissen, wie der Sonnenbrille aussieht. Und den Wollanzug. So, mal gucken. Das ist eine Ushanka. Jetzt sieht sie aus wie... Sieht sie hat sie gepupst? Das sah so aus, als ob die gepupst hat. Sie hat so eine Bewegung gemacht. Ne? Wie ein Arg, ne? Ja, genau. So. Er hat auf Z gedrückt. So, wir gehen jetzt mal ohne den Anzug. Ohne? Ohne. Wir machen hier mal zu, genau. Damit hier keiner reinkommt. Nur von der anderen Seite, ne? Und hier machen wir mal zu. Und hier machen wir auch mal zu. Ne, dann ist das unseres. Stimmt, da können einer nur durchs Fenster klicken. Dann gehen wir mal auf die Karte und gehen mal hier zu Sanctuary. Ja. Der will nämlich mit uns reden. Und da holen wir uns dann die nächste Aufgabe. Gut. Das machen wir. Bin ich mal gespannt, was der für uns hat. Ja. Guckst du denn? Du musst wirklich mal was gegen die Mäuse machen, Mensch. Das sind doch keine Mäuse. Ach, wo sind die? Du denkst, ich bin dumm und glaub, dass das da hinter einem Skelett ist oder so. Da ist das Kästchen. Die bewegen sich nicht. 39 Meter. Da ist er nicht. Da ist er. Da ist er. Da ist wo er. Ist er denn? Ist er der Reifen? Hä? Hinterm Haus. Da kannst du. Ganz weit hinterm Haus? Hä? Hä? Wo ist er hin? Wo ist er? Ist er auf dem Dach? Da oben war was auf dem Dach. Okay. Hey. Mich veräpfeln? Da ist die Pfütze. Guck mal unten. Da hat er drauf gekackt. Die Piesel. Nee, das wo ist er nicht. Denn? Das ist er ja nicht. Gute Arbeit mit diesen Verteidigungsanlagen. War gut, ne? Sonst erstmal nichts.
Aber ich glaube, Preston wollte mit dir reden. Ja, Preston hier. Preston. Preston der Reifen. Da hat der Pipi gemacht. Hier. Au. Willst du nicht mitspielen? Kurz hier. Hey. Mann. Hehehe. Nee, das bleibt da nicht hängen. Der läuft hier bestimmt irgendwo rum. Ja. Warte mal eben. Da ist noch Schrott. Eben. Du kannst ja das schon mal wegräumen. So. Hab's. Das musste mal sein. Da ist noch mehr Schrott. Du kannst alles mal wegräumen. Du hast ihn eh nicht gefunden. Mach dich nützlich. Ist das auch verschrottbar hier, das Haus? Nee. Aber das Klo. Keramik. Das sind unsere Schussanlagen. Ja, wo ist er denn jetzt, der gute Mann? Hm. Hä? Was war das? Ach, du bist da drüber gestolpert. Hey, das war ja cool. Da ist noch mehr Schrott. Ach, nee, muss es Schrott, 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 ja, ich will jetzt nicht hier Schrott, sonst wiege ich so wieder irgendwann zu viel. Wieso, das wird doch gleich eingelagert, oder nicht? Nee, guck mal hier in Inventar. Schrott. Stimmt, hast recht. Das ist ja toll. Ja, wenn du in dem Modus bist zumindest. Dem Modus? Dem Modus. Diesem. Jenem. Ich weiß nicht, wo der ist, der gute Mann. Geh doch nochmal zu der Alten hin. Sitzt sie noch in ihrem Stuhl? Natürlich. Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich jung war. Jetzt machen die alten Knochen nicht mehr mit. Erzähl mir hey, mal was. Bist du wegen dem dritten Auge hier? Ja. Dieses Mal brauche ich Maddox. Neues Cam, neues Fenster in die Zukunft. Ja, kriegst du. Hier, bitte. Ja, hier, bitte. Oh, sieh, wie die aussieht. Cool, ne? Großartig an, nicht wahr? Langsam formt sich ein Bild. Du gehst in ein Meer. Aber was dir Angst macht, ist kein Wasser. Es ist etwas Unsichtbares, aber Strahlendes. Es verbrennt alles, was es betritt, aber nein, ich spüre sie. Da sind Menschen, die etwas rufen, singen. Sie können dir den Weg weisen, aha, aber sie sind so schwer zu deuten. Wie immer. Sei in ihrer Nähe vorsichtig, Kind. Kann nicht. Jetzt erstickt sie wieder. Ich bekomme keine Luft mehr. Mein Herz pocht wie verrückt. Muss mich erstmal ausruhen. Na, das scheint ja anstrengend zu sein, im Sessel zu sitzen. Ja, ja gut, aber so in die Zukunft sehen, das ist auch anstrengend, glaube ich. Da ist er, den will ich aber nicht. Ich will den anderen haben. Den Anke. Hier, den Reifenmann. Den Reifenmann. Er kommt wohl immer dahin. Ist er vielleicht hier im Haus? Warte, was war das? Silbermedaillon. Oh, cool. Ich war hier noch gar nicht drin. Da ist ein Rechner. Ach. 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 Provisor entschärfen. Wie? Feder und Kupfer. Guck mal, ein Safe. Kannst du den aufmachen? Sollen wir den noch aufmachen? Den machen wir nochmal auf. Der ist doch leicht. Erhöhter Schwierigkeitsgrad, ich sammle dazwischen. Ja, echt. Das wär's. Guck mal. Eine Silbergabe. Cool. Und Vorkriegsgeld. Das ist gut. Noch eine Silbergabe, noch eine Schere. Das ist ein schönes Haus hier. Da? Aktenschrank. Da ist doch eine Flasche da. Ach, das kannst du bestimmt alles noch verwerten. Ja, das kann ich noch verwerten. Ein Stuhl. Ja. Das sind immer diese kleinen versteckten Details. Das, oh, das ist ja wieder dies. Hier hat bestimmt ein Kind gewohnt, die wollte so ein Pferd haben. Du, ich mag das Haus eigentlich viel lieber als das andere. Da ist ein Computer drin. Sollen wir es noch entsperren, jo, ne? Wenn wir das noch nicht mal gesehen haben. Passwort erforderlich. Ach, immer das erste, das hat schon zweimal geklappt. Rain. Was hat. Halt, stopp! Das sind nur vier Buchstaben. Ach so, es sind überall vier Buchstaben. Ja. Kein Treffer. Es könnte Deck sein, es könnte Sunk sein. Nein. Warum? Doch, keins.
auch kein Treffer. So, jetzt müssen wir... Kein N am Ende und kein K S am Ende. Und da kein N und da nicht und das nicht. Ages könnte es sein. Könnte es sein. Ich mach mal Food. Ein Treffer. Aber welcher? Soul, dann ist der zweite ein O. Nein, das ist ein S am Anfang, das geht nicht. Warum nicht? Wir hatten hier Sank. Ah ja, stimmt. Also kann es... Gave kann es nicht sein. Nein. Was kann es nicht sein? Meat. Ist ein E. Aber da ist nichts in Soul drin. Was hat mir? Food hat mir. Doch, Food. Das T könnte es sein. Ja, das könnte es sein. Na also. Na also. Schlag ein. Womit? Ah. Da. Glück ist unser Geschäft. Sanctuary Hills. Oh nein. Die Pietro. Es ist völlig... Er ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit und biete ihm sogar Hilfe an, aber bis jetzt keine Chance. So wie er aussieht, behandelt er sich selbst mit einer Kuchendiät. Kuchendiät, die mag ich. Kuchendiät ist gut. Baker. Der beste Scheißjob mit Aluhut. Was? Aluhut? Der beste Scheißjob mit Aluhut. Bringt Kohle für 7 Ampullen D-Tripper die Woche. Pfeift sich bestimmt jeden Tag einen rein. Alles, was recht ist, um in die Gänge zu kommen. Aluhut. Rosa. Versuche immer noch, ihr etwas Buffer zu besorgen. Hätte nicht erwartet, dass es von der Rationierung betroffen ist, aber es ist, wie es ist. Ja. Jahani? Er ist scharf auf einen Stoff, der sich Psycho nennt. Keine Ahnung, ob das Zeug wirklich gibt. Falls ja, will ich wirklich, dass dieser Neandertaler sich reinschmeißt? Ich schätze, alles hängt davon ab, wie viel er dafür hinlegen will. Ich führe mich mal bei meiner Megaconnections vor. Vielleicht bringt das ja was. Die sind alle auf Drogen. Ja. Oh, jetzt habe ich das geklickt. Sie, das ist nicht gut. Sie schulden mir... Was? Sie schulden mir immer noch Geld für die letzte Lieferung X-Cell. Dabei bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die wirklich für sie war. Denn so war mir Gott helfe, wenn ich rausfinde, dass sie diese Hunde aufgemotzt haben, wenn wir über mehr reden müssen als die Kohle. Aha. Aber über das Reden sind wir wohl sowieso schon hinaus. Ich weiß, dass sie einen Bodensafe da drin haben. Ich habe ihn gesehen, im großen Schlafzimmer, unter der Kommode. Dürfte kein Problem werden, den zu knacken. Ha? Wer war das? Russell. Aha, muss hier also irgendwo ein Haus sein mit Bodensafe. Einen großen Bodensafe. Concord. Oh nein. Oh. Keith. Zieht sich nach wie vor ein paar Daddy-O's die Woche rein. Ist zwar ein affektiertes, pseudo-intellektuelles Arschloch, aber er zahlt gutes Geld. Tja. Williams. Er will mit X, so viel ich kriegen kann. Hat mir nicht gesagt, warum. Geht mir auch nichts an. Bestimmt irgendwelche langfristige Schmerztherapie. Ist er krank? Anders. Anders. Kinder sind eigentlich ein No-Go, aber dieses Mädchen hat einen gewissen Stil und sie will partout nicht eins schmeißen. Hat 20 Blutpakete bestellt für irgendeinen Halloween-Gag oder so, aber sie ist wirklich ein Vampir. Was interessiert es mich? Ist ja das Geld ihres Vaters. Hä? Vampire gibt's hier? Ich will keine Vampire. Ich mag du, Vampire. Das nächste lesen wir aber erst in der nächsten Folge. Echt? Ja. Die Zeit ist schon wieder um. Ja, tut mir leid. Boah. Das geht immer so schnell. Den Boston müssen wir auch lesen und sonstiges. Und dann gehen wir den Safe suchen. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.